Frau Becker, Sie sind die Chefredakteurin der Zeitschrift Orthopädie Technik. Mit welchen Eindrücken gehen Sie von der OT World zurück in Ihre Redaktion? Ja, es ist wie immer sehr beeindruckend. Das größte Event der Branche international, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ich bin begeistert von dem neuen Kongresszentrum, habe auch mit vielen Referenten gesprochen, mit Besuchern. Alle finden diese Integration des Kongresses in die Messe sehr, sehr gut, sind mit dem Kongressprogramm zufrieden. Ich habe einzelne Sessions mir auch angehört. Es war ein sehr, sehr gutes Programm. Und ja, die Messe ist auch sehr gut besucht, die Aussteller sind sehr zufrieden und ich glaube, die OT World kann rundum zufrieden sein. Welchen Stellenwert hat denn die OT World als Messe und Kongress für Ihre Zeitschrift? Der Stellenwert ist sehr, sehr hoch. Wir sind das führende Fachmagazin der Branche. Hier ist die größte Veranstaltung weltweit. Hier holen wir uns viel Input für unsere Zeitschrift. Hier sehe ich die Produktinnovationen hautnah, live. Hier im Kongressprogramm höre ich, was ist die neueste Forschung, was sind die wichtigsten Eckpunkte, wie sehen die Versorgungskonzepte der Zukunft aus, was wird in der Branche diskutiert. Das ist für mich hat einen ganz hohen Stellenwert. Und ja, der persönliche Kontakt auch. Also ich treffe hier unsere Autoren, ich treffe die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats, ich spreche mit vielen Besuchern und es entstehen Artikelprojekte, wir reden über, ja, wir tauschen uns über die ganzen Versorgungsmöglichkeiten der Zukunft da auch intensiv aus. Ist ein wichtiger Austausch, wichtige Kontaktbörse für mich. Also gibt es wichtige Synergien zwischen Verlag und Veranstaltung? Ja, die gibt es in jedem Fall. Also ich habe zum Beispiel an den Sitzungen des Programmbeirats teilgenommen. Wir haben ja selbst einen wissenschaftlichen Beirat seit einigen Jahren. Da gibt es Überschneidungen personeller Art. Das sind ja sehr hochkarätige Vertreter aus Wissenschaft, aus Forschung, aus Klinik, aus dem Handwerk. Ja, es gibt in den Zielsetzungen gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Also auch unsere Zeitschrift will praxisnahe Fachbeiträge bringen für das Handwerk, aus dem Handwerk, will zugleich den wissenschaftlichen State of the Art auch widerspiegeln, will über Produktinnovationen berichten. Und ich denke, für die gleiche Qualität steht auch hier der Kongress, steht die Messe. Das ist eine ganz ähnliche Zielsetzung, die wir haben.